Einmal durch die Schleuse und hallo. Ich bin noch nicht durch die Schleuse, ich fliege jetzt los. Hallo zum Let's Play von Terra. Terra Rising, ich schätze mal Rising heißt wahrscheinlich das aktuellste Addon. Ja, wir schauen uns das eben Terra mal an. Ein mittlerweile Free-to-Play MMORPG. Das gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber das ist, glaube ich, Anfang dieses Jahres Free-to-Play geworden. Und wir haben gedacht, wir gucken da mal kurz rein. Und ich mache einen neuen Charakter erstellen. Jawohl, ich bin schon soweit. Mensch, was ist das? Mensch, super, ich habe Mensch und Frau zur Auswahl. Also erstmal Hallo von mir, von Kerosin natürlich auch. Und ich bin jetzt auch schon im Menü. Mensch und Frau zur Auswahl. Das ist eigentlich so genial. Entweder Mensch oder Frau. Mensch oder Frau. Na schau hin, Amann. Die Amann. Ja, Amann. Die gefallen mir gut, die haben so ein bisschen was von einem Teufel. Popori ist ein dicker Panda-Bär. Ja, bei mir auch. Dann gibt's diese japanischen Figuren. Ja, oh mein Gott, das ist doch schon... Also, wenn ich das schon sehe, ne? Baraka ist cool. Mit einem Bein bist du schon im Knast. Bei diesen japanischen Figuren? Ja, freilich. Eigentlich müssten die Möpse noch rausfliegen. Ja, und dann wärst du im Knast. Ja, und dann müsste es noch einen Larry geben. Weißt du, vom früher, vom Larry-Spiel? Ja. Sehr cool, das stimmt. So, achso, die können natürlich auch noch was. Freiheit und Ehre sind einem nicht gegeben, sondern müssen errungen werden. Oh, nachdem sie jahrtausende lang von den Riesen als Krieger versklavt worden waren, genießen die Amani. Von wem sprichst du gerade? Von den Amani. Nee, aber von welchem Charakter? Ach, von... Aman. Achso, okay, weil ich bin bei den Baracken. Achso. Beim Baraka. Ja, die Mehrzahl heißt nämlich Amani bei denen. Okay. Das sind dann die Bonzen wahrscheinlich. Ja, sind wir dann in unterschiedlichen Stadt... Städten? Oder... Das kann wohl sein, ja. Das wäre natürlich voll blöd, gell? Gibt es da eigentlich Gut und Böse? Wie ist denn das da unterteilt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne so ein Baraka spielen, denn das sind die, wo die Schwachen beschützen, also ich dich. Schau mal, beim Hochelf gibt es zweimal Frauen. Echt? Sind ja auch keine Menschen. Zumindest ist der Mann nicht weit weg von einer Frau, der läuft doch bauchfrei rum. Ah ja, freilich. Okay, wir kommen jetzt wirklich nicht weit gerade. Du musst dir mal die Hochelfenfrau anschauen. Das ist schon... ich könnte mir vorstellen, dass dass davon viele rumlaufen. Von den Möpsen? Ja, freilich. Riesenhuben, echt. So, was ist das hier? Der Popori? Ich glaube, ich nehme diese Kastanik. Diese Kastanientypen. Aber der schaut auch total gay aus. Kastanientypen? Der zweite von oben. Achso, Kastanik. Der schaut auch total geil aus. Ich finde es, ja, aber die haben Hörner, das ist eigentlich cool. Aber der sieht so ein bisschen aus wie so ein Rockstar aus den 80ern. Ja, aber der schaut auch voll geil aus. Ja, wenn die Hörner sind nicht so cool geworden bei dem. Ich weiß nicht, ob man die halt ändern kann. Ja, was spielen wir? Ja, schau, die Tussi schaut schon besser aus. Nicht so übertrieben, hat zwar auch nicht viel an, aber... Aber was machen die Kastani denn? Ich will doch erstmal gucken. Bekannt für ihren dunklen, ironischen Humor. Das finde ich schon mal gut. Ich nehme jetzt einen Baraka. Lassen sich nicht von ihrer dunklen Vergangenheit lähmen, sondern bemühen sich tagtäglich, die neue Zukunft für ihr Volk zu schmieden. Ich glaube, es sind Druide, so ähnlich. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Man erkennt daraus nicht so recht. Achso, man kann dann hier nochmal auswählen, was man machen möchte. Priester, Bogenschütze und so weiter. Achso. Die Frauen haben irgendwie alle recht wenig an in dem Spiel, merke ich gerade. Okay. Oh, ist ja das da heißt, nicht. Wenn ich jetzt hier auf Klasse wählen gehe... Also, pass auf, ich gehe mal zurück. Ich nehme einfach mal dieselbe Klasse wie du. Ah, tatsächlich. Ich bin jetzt... Welches hast du? Welche Klasse? Die Amanis? Ja, genau. Okay, dann nehme ich auch so einen Amani-Typen. Berserker, Lanzer... Uiuiui. Zerstörer.
Was machst du? Ich muss gerade mal gucken. Krieger, ich schaue mir die gerade erstmal optisch alle an. Zauberer. Aber das finde ich schon mal cool. Das heißt, die können alle alles machen. Mhm. Priester? Du bist ja der Kriegertyp eigentlich, ja? Eigentlich, ja. Aber du bist doch, willst du auch die ganze Zeit bei Sahanda auch einen Bogen haben? Du kannst auch hier im Bogenschützen spielen. Ja, das ist tatsächlich auch noch so eine Sache. Also, ich habe jetzt gerade auf den ersten Blick überlegt, zwischen Zerstörer und Krieger. Das Problem ist, wenn wir wieder zu zweit spielen, ich glaube, man kommt am besten voran, wenn einer ja, wenn wir einen Heiler haben oder irgendwas, was zusammenpasst, wie ein Tank und irgendwas, so ein Damage-Dealer. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich habe jetzt hier... Ich glaube, ich nehme einen Berserker. Also tanken ist mit dieser Klasse zwar möglich, aber naja, bla bla. Quasi nicht. Der Berserker ist wahrscheinlich der Tarn. Obwohl, such du dir mal deinen aus. Ich bin beim zwischen Zauberer und Priester ein bisschen. Ja. Aber diesen PvP ist halt immer doof. Als Priester bist du halt immer diese Opferklasse. Ja. Und ich möchte in den Videos nicht als Opfer dann immer die ganze Zeit. Ja, ich möchte auch Spaß haben. Such. Ja, ich bin hin und her gerissen. Entschuldigung, ob ich den Bogenschützen nehme? Oder? Oder den Krieger. Der gefällt mir eigentlich gut, weil er halt zwei Waffen hat. So dual-mäßig. Wobei ich auch prinzipiell auch einen Priester nicht ganz ausschließen würde. Also ich spiele jetzt einen Zerstörer, ich bin schon mal fertig hier. Das ist ein bisschen... Zerstörer. Ja, ein bisschen Schurkerklasse ist das. Okay. Oh, jetzt kann man sich da noch mal ein bisschen was aussuchen. Jetzt gucke ich gerade noch schnell beim Priester. Tut mir leid, der Typ ist immer hässlich, egal was ich mache. Aber er schaut am besten aus und bestimmt nimmst du das auch. Was denn? Verrate ich dir nicht. Das siehst du, wenn du einen Spieler erstellt hast. Okay, also ich überlege jetzt gerade, ob ich einen Priester dann spielen soll. Ja, das musst du wissen. So, meiner schaut ein bisschen aus. Mach mal ein bisschen. Ich spiele einen Priester. Spielst du einen Priester? Ja. Bei PvP? Ja. Ach, das Erscheinungsbild meinst du? Mhm. Ach Gott, ich glaube, ich. So in Detail will ich eh nicht gehen, ich sehe den ja eh nicht. Mhm. Ach, das ist natürlich total doof. Komme ich denn da wieder raus? Also Nummer 10 finde ich schon mal sehr geil. Vom voreingestellten Design. Boah, das wäre auch cool. Jawohl. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. Ach, ich zoome einfach mal raus, dann sieht man es mal gescheit. Tja, jetzt muss ich doch mal überlegen. Ah, da kann ich ihn drehen, jawohl. Der hat also so ein bisschen was Teufelsmäßiges hat der. Aber der Zehner auch. Mit seinen Hörnern nach vorne sieht es irgendwie auch cool aus. Okay, ich glaube ich. Oh, meiner braucht noch einen Namen. Jawohl, und hat sogar einen. Ich heiße jetzt Kerosin. Du heißt Kerosin? Überraschung. Wow. Okay, jetzt muss ich. Also, ich habe mich jetzt mal für. Ach, jetzt kann ich die Hörner noch verändern. Das ist natürlich cool. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen. Ich mache nämlich hier schon meinen kurzen Schnitt. Ah, okay. Bäm! Und zwar geht es dann nämlich mit der zweiten Aufnahme dann direkt im Spiel weiter. Okay, ich mache das bei mir aber noch fertig. Lass dir Zeit. Jawohl. Gesicht.
Ah, nee, das will ich eigentlich verlassen. Du hast Gesicht von Mond. Oh, nee, da war das schon mal cooler. Ich trage übrigens ein Schwert, ich glaube, das ist doppelt so lang wie ich groß. Okay. Voll unauffällig, weißt du? Versteck mich im Gestrüpp. So, Details. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Nee, das will ich auch eigentlich so lassen. Kleidung. Achso, der sucht rein und nicht mehr zurück. Ist auch klasse. Yeah, das hat was. Also die Gestaltungsmöglichkeiten hier finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch gut. Ich habe ein Problem. Oh, jetzt die Stimme. Okay, dann einen Namen. Und ich werde natürlich dann Morlum versuchen. Funktioniert. Fertigstellen. Wir sind überall vertreten. Und auch da mache ich jetzt dann schon mal halt. Naja, vielleicht kommt noch irgendein Vorspann. Nee, da ist mein Charakter. Nein. Okay, dann mache ich auch schon mal kurze Pause und danach geht's im Spiel weiter.